300 Jahre Kupferstichkabinett heißt 300 Jahre Sammeln von Kunst auf Papier. Papier ist ein ganz besonderes Material, sehr fragil, gleichzeitig aber auch ganz offen für verschiedenste Ausdrucksformen, für ein Medium wie die Zeichnung, auf dem man sich direkt und ganz unmittelbar ausdrücken kann. Papier ist etwas, was wir im Alltag uns umgibt, was wir kennen, was aber in seiner handgeschöpften Form etwas ganz besonders Wertvolles und Schönes ist. Künstler haben auf ganz verschiedene Art und Weise Papiere natürlich noch weiter bearbeitet, um dann die gewünschten Effekte zu erzielen. Hier in der Ausstellung sieht man das auch sehr schön. Es gibt Zeichnungen, bei denen direkt auf das blanke Papier mit Bleistift oder Kreide gezeichnet wurde. Aber Hermann Glöckner zum Beispiel hat das Papier zunächst gefaltet und dann bemalt. So wird das Ganze viel dreidimensionaler. Im Gegensatz dazu haben andere Künstler das Papier zunächst beschichtet, um eine ganz glatte Oberfläche zu erzeugen, wie das zum Beispiel bei dem Van Eyck der Fall ist, um mit dem Silberstift drauf zu zeichnen. Da braucht man eine besonders glatte Oberfläche. Im Kupferstichkabinett kann man natürlich diese Vielfalt auch entdecken. Und ich würde gerne die Besucher, die in unsere Ausstellung oder den Studiensaal kommen, einladen, sich nicht nur auf das Dargestellte zu konzentrieren, sondern auch dem Papier, das ja die Darstellung trägt, eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken.